Diesen kleinen Ausschnitt, liebe Schwestern und Brüder, aus dem Maleachi-Buch, dem letzten in der Sammlung der sogenannten 12 kleinen Propheten, ist eine Überlegung, ist ein Zitat, das uns sehr vertraut ist. Man kann einem solchen Zitat sehr schnell und sehr oft begegnen, innerhalb der Kirche, auch unter sehr frommen Leuten. Hat das überhaupt einen Sinn, Gott zu dienen? Guck dir doch mal die anderen an, leben auch alle gut. Denen geht es richtig und manchmal geht es ihnen sogar besser. Und dann setzen merkwürdige Mechanismen ein, die wir auch manchmal lesen können. Richtig dumpfe Überschriften, Glaube macht gesund oder solche Sachen. Um noch irgendwie noch was Positives zu sagen, damit wir mit dem Merkwürdigen, das wir da tun, indem wir Gott dienen, es zumindest so gut wie möglich versuchen, damit wir uns zumindest ein bisschen anpassen an das, was heute so dran ist. Gesund zu leben, psychisch nicht unbedingt krank zu werden, da hilft der Glaube überall. Es ist für alles so ein Trostpflaster, das man draufkleben kann und dann geht es einigermaßen. Das ist nicht neu. Was sagen wir denn über dich? Und Gott lässt durch den Propheten ausrichten, es ist reichlich kühn, was ihr da sagt. Es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten? Und, als wäre das für die Priester eigens geschrieben, das steht nämlich wörtlich nicht von Trauergewändern hier, sondern steht da, und was haben wir davon, wenn wir vor dem Herrn in Schwarz herumlaufen? Kann man gleich anpassen. Anders geht es viel besser. Bunt ist doch schön. Wenn man die Sammlung der geistlichen Unterweisung der Heiligen Väter durchblättert, die sogenannte Philokalie, fällt auf, wie sehr die Väter dieses Wort mögen und wie sehr sie darauf Bezug nehmen. Ganz oft. Weil es eine Grundgefahr offenbar geistlichen Lebens ist. Diese Traurigkeit, die so lähmend ist. Ach, das hat alles keinen Zweck. Guck, die anderen leben auch gut. Am Schluss sind sie auch alle tot. Naja, und das war's dann. Diese Lähmung ist eine typische Erscheinung. Wir sollten uns aber darüber nicht wundern, sagen die Väter, etwa Johannes Cassian. Er sagt, so ist das nun einmal, wenn man beim Herrn sehr nahe ist. Man könnte das mit dem deutschen Sprichwort wiedergeben, den Gedanken, den er hat, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Die, die draußen auf dem Hof sind oder gar ganz draußen auf dem Anwesen, kriegen das nicht so mit, was drinnen passiert. Und wenn man drinnen ist, kriegt man halt auch schon mal eine ab. Dann soll man sich nicht so wundern. Das ist nicht erstaunlich. Wichtig ist, das Wort, auf das die ganze, nicht nur unsere Lesung, sondern das ganze Prophetenbuch bei Maleachi hinausläuft, diese Verse, die wir am Ende hören. Und das gilt immer. Das gilt für den Propheten Maleachi wie für das ganze geistliche Leben. Wir dürfen niemals die Orientierung verlieren. Wenn wir unsere Parameter, die ich eben als Beispiel genannt habe, gesund oder hilfreich oder was weiß ich, anlegen, muss das in eine Depression führen. Weil diese Brücken tragen alle nicht. Es ist die große Spannung zu halten zum Endpunkt. Ihr werdet den Unterschied sehen. Denn der Tag Gottes kommt. Und er wird für die sein wie eine heilende Morgenröte. Wie die Morgenröte, die Sonne, die dort aufgeht und deren Flügel Heilung bringen. Das ist das große Ausgestrecktsein auf dieses Ziel hin, dass wir nie keinen Augenblick aus dem Auge verlieren dürfen, auch nicht aus dem Herzen, egal was uns gerade zustößt, was uns gerade beschäftigt oder was uns wieder ärgert oder aufregt. Genau darum geht es. Sich von dieser Sonne des Heils umfangen zu lassen, deren Flügel Heilung bringen. Gott macht keine leeren Versprechungen. Und wenn wir das Wort Jesu ernst nehmen, wenn wir es so gar nicht merken, dann sollten wir unaufhörlich anklopfen und genau darum bitten. Und wenn er auch nicht hört, weil er uns freundlich ist, sagt Jesus in seiner Beispielgeschichte, so doch, weil wir so zudringlich sind.